Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizebeast Infinity Evolved. Ich bin gerade alleine auf dem Server und entschuldige jetzt mal, wenn ich gerade so ein bisschen genervt klinge, aber ich hatte gerade eine wundervolle Person hier, die bei mir meinte, ca. 2 sexy Karten zu platzieren und ich habe gerade die Kopfschmerzen des Todes davon bekommen. Ich versuche jetzt aber trotzdem eine Aufnahme zu machen, weil ich will mir davon jetzt nicht die Laune verderben lassen. So, ich habe die Quarry-Erze jetzt verarbeitet. Hier habe ich noch ein bisschen Kohle und man sieht schon, Kohle 25.000, Zinn habe ich fast voll, Redstone, Eisen habe ich fast voll. Ja, da ist schon gut was rumgekommen. Ich habe dann jetzt aber noch hier noch ein paar Sachen übrig, die ich teilweise noch anders verarbeiten möchte. Besonders für die Shards, die habe ich dem lieben Streetigger versprochen, wollte ich mit Fortune 3 für ihn abbauen. Ich tue jetzt aber erstmal hier die Steine kurz weg. Also wer auch immer das bei mir war mit den Zikaden, der kriegt eine ordentliche Rache, weil das war echt nicht feierlich. Ich meine, mal Trollen habe ich nichts gegen. Ich würde ja auch ab und zu gerne mal trollen, aber das war heftig. So, was habe ich heute vor? Ich möchte eine Mob-Farm aufbauen. Und dafür habe ich jetzt hier schon einen Raum vorbereitet. Kann man sich hier mal an. Alter. Ja, gut, da ist anders geleuchtet. Platziere ich schon mal schnell hier ein paar Fackeln. Ja, den Boden muss ich noch aufbauen. Auf jeden Fall, hier wollte ich eine Mob-Farm hinbauen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dafür zwei Grinder aufstelle. Die Grinder craften wir dann mal schnell. Und zwar, was brauchen wir für Le Grinder? Wir brauchen ein Inversword, Machine Frame, zwei Bücher, Zinsanräder, eine Redstone Reception Coil und Plastic Sheets. Alles klar. Das war zu viel des Juden. Ich crafte das ja jetzt mal 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die haben wir. Zwei Zinner. Ich brauche nochmal. 1, 2, 3, 4. Komm. Geht einfacher. Wir brauchen jetzt pro 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann noch zwei Machine Frames. Glas brauche ich noch. Jetzt habe ich kein Glas mehr. Verdammt. Dann bewege ich mich noch mal ganz schnell ein bisschen Sand fahren. Mach mal gerade hier so. Hier sollte es ja schnell gehen. Ach stimmt, ich habe ja Autos mal drauf. Das erleichtert das Ganze schon mal was. Ja, komm, das wird jetzt mal reichen an Glas. So. Eisen. Zwei Zinsanräder. Und Glas. Und wir haben Machine Frames. So, ich brauche noch zwei Inverswords. Hier sind Sticks. Inver habe ich noch hier. Und dann brauche ich noch Rubber. Hier sind nur zwei Plastic Sheets, also einen kann ich schon mal fertigstellen. Die Bücher, die hatte ich wo? Hier. So, hoch da und da. Ein Grinder haben wir. Das machen wir ganz einfach. Ach, ich habe ja auch noch die Werkzeug, was ich noch nehmen muss. Und so, dann haben wir jetzt auch schon das fertig.
Alles klar. Die haben wir, die beiden Grinder. Dann kann der Gop Circus das Invas Ward. So, was brauchen wir noch? Die Grinder können wir eigentlich schon mal aufstellen. Und zwar hatte ich mir gedacht, dass ich die hier so hinstelle. Aber auch dann die Energieleitung von da drüben kommen lasse. Mal schauen, wo wir hier so rauskommen. Ah, okay. Okay, hier kommen wir raus und können wir hier so abzapfen. Alles klar. Dann brauchen wir noch ein paar Fans. Fan. Diese hier. Wir haben auch noch zum Slab. Ein Iron Ingot und Iron Bars. Oh, das schmeiße ich jetzt gerade hier rein. Okay. Habe ich noch Fans übrig? Sieht nicht danach aus. Ich nehme jetzt aber mal hier den Kobbel für die Slabs. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich noch brauche. Wobei, da komme ich mal einmal auf Vorrat. 18 Stück, das wird ja wohl reichen. Und habe ich noch Redstone Conduit? Sieht nicht danach aus, aber ich kann noch ein paar machen. Na. Nein. So, wo habe ich denn hier das Conduit da gefixt? Ich habe keins mehr. Dann machen wir das anders. Dann nehme ich die erstmal. Oder, ach komm, ich nehme doch die. Einmal kann ich mir ja machen von dem, was ich hier habe. Aber es wird auf jeden Fall nicht reichen. Auf gar keinen Fall wird das reichen. Da brauchen wir bestimmt nochmal die gleiche Anzahl sogar, wenn nicht sogar noch mehr. Gut, dann Sand habe ich aber auch. Oder ist er hier? Nee. Einmal könnte ich aber craften. Also wirklich los, Leute. Sorry, wenn ich gerade demotiviert bin, aber das kommt super, wenn ich jetzt mit Kopfschmerzen aufnehme und ich das noch heute aufnehmen muss, weil ich jetzt, bei uns ist momentan Karneval, also hier im Kölner Bereich, und ich werde den Teufel tun und die ganze Zeit zu Hause rumsitzen, also ich will schon noch rausgehen. Und ich will wirklich die Karnevalszeit so gut es geht überbrücken. So, hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Ja, reicht. Perfekt. Sehr schön. Dann platzieren wir hier einfach mal ein, zwei Torches. Da kann hier nichts mehr spawnen. Bauen das hier dann wieder was schön. So gut es geht halt. So. Alles klar, das hätten wir jetzt. Sehr schön.
Die Fackel noch hier weg und Ironstone und die Fackel wieder dahin. Dann platzieren wir. Ach komm. Das chiseln wir nochmal, das Glas. Dann nehmen wir mal hier. Komm, da drüben, die Glas gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Dann die Fans. Ne. Kann man die auch einfach so? Jawohl, sehr schön. Ah, da habe ich aber wohl ein paar zu viele gecraftet. Ja gut, dann mache ich hier so eine Art Wartungsschacht und mache dann da den Lever hin. Aber auf jeden Fall erstmal hier dicht machen. Das ist auch scheißegal, was wir jetzt hier reinknüppeln. Hauptsache, das passt. Da guckt ja eh noch eine Verkleidung. Die Fackeln werden auch scheißegal sein, dass sie noch drin sind. So. Dann setze ich hier gleich noch die Marble hin. So. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stack mit. Hier ist Marble. Und ich setze dann hier schon mal einen Marble hin. Das ist aber auch nur ein Platzhalter. Weil da werden wir gleich die Spawner dran klatschen. Dann noch ein. Der hier war das Marble Panel, jawohl. Und mit dem Runic Glass noch zumachen. So, aber bitte. Sehr schön. Dann schmeiß ich schon mal ein paar Stacks Nether Quartz in die Teile hier rein, weil oben würde ich gerne Fürst Quartz rein haben. Einfach aus einem bestimmten Grund, weil das könnte gefährlich enden, wenn wir da nicht viel Explosion sicher machen. Unten werden die ja eh sofort getötet. Und ich mache mal hier Marble wieder so und entnehme mein Inventar, was das geht ja gerade gar nicht ab. Bogen. Die Boots können wir löschen. Das eine Zinnemann auch. Das auch. Und das auch. Sehr schön. Die Spawner können wir schon mal mitnehmen. Und die Mob Souls auch. Eins. So. Da haben wir die schon mal. Okay. Dann können wir schon mal die Mobsorts reinhauen. Blaze. Ah, die Hexe bitte. So, das ist schon mal alles drin. Alles klar. Fürs Quarz könnten wir jetzt gleich schon durch sein. Super, 32 fürs Quarz. Dann brauchen wir 4 Golden Apple. Die OP aber. Level Golden Apple. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Goldblöcke ich dafür jetzt brauche. Anscheinend 32. 1, 2, 3, 4. Okay.
Wo haben wir die Äpfel? Hier. Ich wusste, dass ich Äpfel farmen muss. Ich wusste, ich werde sie irgendwann brauchen. 4 Golden Apple. Und dann gehe ich mal ganz locker hier, hole mir so einen Nether Star Block raus und entcrafte den wieder zu neuen Nether Stars. Ey, wo hat er die Nether Stars hier, der Cheater? Ganz einfach. Es gibt von Witchery ein Buch. Ich habe das noch über. Das ist das Observation of an Immortal. Und wenn man sich das Rezept anschaut, hat ein Nether Star. Das hatte ich mir jetzt ein paar Mal gefarmt über die wirklichen Dörfer und dann halt hier im Uncrafting Table entcrafted. Oh Scheiße. Oh verdammte Scheiße. Ja, geh mal weg. Jetzt schnell überall die Nether Stars reinhauen und hier dicht gemacht. Ja. Sehr schön. Der Loot kommt an. Aber zu schnell momentan. Okay. Ich hole die Bubbles raus. Ah, warte, ich kann ja auch schon direkt dann hier die Item-Bullets mitnehmen. Das platziere ich dann jetzt einfach hier einmal hin. Ganz provisorisch. Ah, verdammt. Warte, warte. Machen wir erstmal so. Die erstmal, das können wir auch bewahren. Die auf jeden Fall auch. Den bloß dann auch. Also dann ist hier Extract. Extract. Na. Und hier die Blaze Watts. Hallo. Insert. Und machen wir jetzt aber nochmal eine. Hallo. Kommt die ist leer. Machen wir nochmal eine Tiertruhe dran. Wieso arbeiten die jetzt nicht? Ich hole mal lieber ganz, ganz schnell noch ein paar Fluid Coordinates. Nicht, dass sich das jetzt anstaut. Nehmen wir mal die dicken, aber das gefällt mir gerade nicht. Okay, jetzt haben wir jetzt. Wieso arbeiten die nicht? Ich glaube, das war schon richtig gut, dass wir mit zwei arbeiten. Ja, die Mobs werden weniger. Alter. Alter Finne. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch eine Filteranlage aufbauen. Ja, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Und hiermit mit der Mob Essenz. Alter, schon 40.000.
Okay. Ich glaube, wir haben eine verdammt scheiß OP-Mob-Farm. Ja, die werde ich noch nicht mehr upgraden müssen. Da kommt doch gerade nichts nach. Sehr schön. Na ja, gut. Ja. Ich glaube, wir können jetzt auch mal so ein paar Wisser dann bald spawnen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, mehr Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Hallo.